Hallo und herzlich willkommen zu Lecker Schmecker Küchenfee. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ist jetzt mein dritter Käsespätzle-Versuch. Es ist jedes Mal irgendwas schief gegangen. Und das letzte Mal war es eigentlich perfekt und es hat super geschmeckt. Aber was war das Problem? Meine liebe Technik hat nicht mitgespielt und hat nicht aufgezeichnet. Und darum mache ich es halt einfach nochmal. Also, wir brauchen für zwei Personen 500 Gramm Mehl, etwas Wasser. Ich habe jetzt noch zwei Esslöffel Sojamehl reingetan. Geht natürlich auch Eiersatz, aber ich arbeite lieber mit Sojamehl, ist billiger. Und mein Wasser kocht schon. Ist einfach billiger und tut das Gleiche, wie Eiersatz für euch tut. Dann braucht ihr natürlich Käse. Da habe ich jetzt so einen Pizzakäse und ich muss nachschauen. Ich schreibe es euch wieder unten rein, was für ein Käse ich alles verwendet habe. Ich habe gerade den Namen nicht im Kopf. Ja, Kässpätzle. Den Teig schön anrühren. Ich helfe mir immer so ein bisschen mit diesem Spätzle-Boy. Einige, besonders die Schwaben, werden jetzt vermutlich lachen, aber mir hilft das, weil ich ja keine echte Schwäbin bin und ich es nicht gelernt habe, wie man Spätzle schabt. Und ich finde es ein bisschen einfacher einfach damit. Ja, Teig reinfüllen, das haben wir schon gemacht. Schön durchschütteln und dann brauchen wir einen Topf mit heißem Wasser oder kochendem Wasser. Entschuldigung. Und da werden jetzt die Spätzle einfach reingedrückt, bis kein Teig mehr da ist. Wir raffen es euch wieder zusammen, beziehungsweise schneiden es zusammen. Und dann für die nächsten Schritte geht es gleich weiter. Kappe sollte man natürlich abmachen, ganz klar, hilft. Eure Spätzle sind immer fertig, wenn sie oben auf dem Wasser schon schwimmen. Dann können sie abgeschöpft werden. So, wenn euch der Teig zu fest erscheint, wie meiner jetzt gerade ist, einfach nochmal einen Schluck Wasser dazu. Weil ihr wollt das ja vernünftig rausbekommen. Während die zweite Spätzlelage gerade noch kocht, fangen wir hier schon mal an. Ich würze zwischendurch immer schon nochmal ein bisschen, weil zwar auch das Wasser und der Teig gewürzt war, mir es aber oft zu wenig Würze ist. Jetzt kommen hier Röstzwiebeln rein. Ich bin ein bisschen faul, ich habe fertige genommen. Bin ich immer mal wieder zum Spätzchen gucken, soll helfen. So, und dann diese Käsemischung hier drüber. Okay. Das Ganze ein bisschen schon durchmischen. Und dann warten wir einfach, bis die zweite Lage Spätzle fertig ist. Die kommt oben drauf. Wir verfahren wieder genauso. Würzen, Röstzwiebeln und Käse oben drüber. Und dann kann das Ganze in den Ofen. Ich packe es deswegen gerne in den Ofen, weil der Käse dann schön mit Schmelzen anfängt und richtig schön eine klebrige, feste Masse gibt und das dann natürlich sehr, sehr lecker ist. Wecker stellen und wir sehen uns in 20 Minuten wieder. So, hallo und willkommen zurück. Nicht wundern, ich habe mich schon ein bisschen umgezogen, weil ich muss gleich zur Arbeit. Wollte euch aber natürlich das Endergebnis nicht vorenthalten. Es steht hier, es duftet richtig lecker. Ich kippe euch das mal auch ein bisschen an, bis ihr seht, wie es jetzt geworden ist. Richtig schön auch braun und verlaufen. Und ich freue mich jetzt gleich hier reinzuhauen. Verabschiede euch. Bis zum nächsten Mal. Beim nächsten Mal könnte es eventuell vegane Schnitzel mit einer Champignon-Rahmsoße geben, wenn ich denn morgen zufrieden bin mit dem Verlauf und es auch wirklich mit aufzeichne. Aber das werdet ihr sehen, wenn ihr wieder einschaltet, wenn ihr mich abonniert habt und immer wieder Bescheid bekommt. Oder mir vielleicht auch schon bei Twitter folgt, weil da kriegt ihr auch automatisch Bescheid, wenn ich ein neues Video hochlade. Ansonsten ladet doch einfach Freunde hierhin ein, erzählt ihnen von mir. Teilt die Videos vielleicht bei Facebook, Twitter oder sonst irgendwo. Denn ab dem 100. Abonnenten lasse ich mir noch ein bisschen was Spezielles einfallen für euch. Das wird eine kleine Überraschungsfolge dann werden. Aber dazu vielleicht, wenn wir die 100 anpeilen, mehr. Ja, also ladet kräftig ein.
Und ja, ich gehe jetzt essen, weil mich lacht das Essen an und ich habe Hunger. Also alles Liebe, ja, liebe Grüße, eure Küchenfee.